So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed Beast Infinity. Das letzte Mal haben wir hier schon ein bisschen geplant, wie wir unser ME-System aufbauen wollen. Und da können wir jetzt heute ein bisschen weitermachen. Da haben wir ja hier schon ein bisschen mit den Kabel geplant, wie wir das machen wollen. Ja, das wird ein bisschen ein Problem. Da müssen wir nämlich nochmal abbauen. Oder nicht? Nehmen wir es lieber so mit, dann knallt es jetzt so. Moment, ich hatte doch ein Smart Cable dabei. Stimmt. Dann brauchen wir noch. Nicht Cover waren es nicht. Es gibt ja hier eine Säge. Yep. Dann machen wir uns jetzt erstmal kurz eine Säge. Da dazu müssen wir heimgehen. Wie zieht das jetzt eigentlich ab? 128 auf 120 zieht doch noch ein. Ist gerade zu viel. Weil da zu viel gefehlt hätte. Ah, wir machen uns hier die Peridot und Gedöns machen. Aus dem können wir uns wunderbar unsere Sägen machen. Machen die blaue. Dann können wir das mal ausprobieren. Ja, funktioniert. Ganz dünn machen. Was wir dann jetzt brauchen gleich. Müssen wir wieder ins letzte Millennium halt. Controller. Wir brauchen da dazu die Prozessoren. Das sind welche? Die hier. Da haben wir noch zwei Stück. Dann brauchen wir den hier. Wie brauchen wir jetzt unten? 8, 16, 20. Oh. Ja, aber noch so viel Skystone, das ist die nächste Frage. Nein. Wir müssen den restlichen Skystone brutzeln. Ups, geht das einfach so? Yep. Engineering. Müssen wir kurz warten, bis der durch ist. Läuft hier schön. Dann. Dann können wir den Raum drunter klein ein bisschen einrichten. Der hier produziert ja uns nur Pulverized Gedöns. Wie viel haben wir da eigentlich? Ganz schön viel. Und wir haben so viel Flash, das wird gar nicht raus transportiert, weil der zu lahmarschig ist. Acht haben wir schon. Nehmen wir die mal mit. Dann haben wir keine. Extra. Oberste Reihe der Tür offen lassen. Oberste Reihe soll es reichen. Oh, ich hätte mal noch meine Enderpouch schauen müssen. Yep, da kommt das Zeug noch schön rein. Dann können wir den mal. Das mal setzen. So wird es nachher aussehen. Dann das Ganze hier zwei runter. Und dann hier nochmal so. Moment, da fehlt ja nur einer. Da ist schon wieder. So. Mal so hin.
Jetzt die Cover, wo haben wir, genau, die Bricks. Moment, da muss ich erstmal das Ganze ein bisschen vergrößern. Dann schmeißen wir F7 wieder an. Nehmen unseren Lichthammer. Und fertig. Dann, wir müssen jetzt die Cable hier hinsetzen. So, dann müssen wir... die rausholen, die Cover. Einmal die da oben drauf setzen. Dann können wir die nächste Reihe machen. Dann müssen da wiederum wieder die Cover drauf. So, wieder die drauf. Und dann fehlen uns noch für jeden von den Storage Buses. Das wird noch aufwendig. So machen. So, passt schon mal. Und jetzt können wir hier ein Dense Cable rumlaufen lassen. Und jetzt sind alle Channel belegt, die das Dense Kabel haben wird. Können wir hier noch aufmachen. Dann müssen wir das jetzt noch hier reinbringen. Ups. Dann nehmen wir wahrscheinlich ja hier das. So, dann wäre es schon angeschlossen. Wenn es mal fertig ist. Ah, wobei das scheiße so. Passt noch nicht ganz. Hier können wir schon mal anfangen. Dann brauchen wir Kabel. Ah, das ist dämlich. Den in der Mitte raus. Dann brauchen wir mehr Cover. Das sind ja keine Cover. Egal, von denen hier. Wir jetzt eigentlich so umbauen. Zack, zack. Na, so rum geht's schneller. Wenn ich jetzt immer hier in der Mitte treffe, dann geht's ganz schnell. Der muss auch nochmal weg. Ach, ich habe bloß noch 4, verdammt. Reicht nicht. Aber die Channels sind dann alle belegt, die das Ding haben wird. Das Stens. Machen wir es jetzt. Setzt er mir das. Aber das Stens Cable darf ich hier eigentlich nicht haben in dem. Weil ich brauche ja ein zweites Dense Cable, weil hier sollen ja der Prozessor, der Controller, der kann hier nicht hin. Beschissen. Und kann ich den so abbauen? Ja. Scheiße. Geht auch so. Weil wenn ich das jetzt mit Shift abbaue, dann fliegt das ja direkt runter. Ohne meinen Magneten. So, dann machen wir das wieder zu. Also der Controller kommt drunter. Das können wir so nicht machen. Die ganze Säule hier muss nur weg.
Ups. Dann die da unten. Kann man doch schon so abbauen. Lutz halt. Bekommen die. Falls da ein ME-Wert drauf wäre, wäre der jetzt kaputt. Optisch ja egal. Wir hatten ja nichts gespeichert. So. Passt soweit schon mal. Dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt. Genau, jetzt können wir das Stockwerk drunter machen. Da dazu reiße ich die mal wieder raus, dass ich weiß, wo ich bin. So. Wo ist meine Tasche? Da packen wir Controller und Säge und Kabel rein. Hier wäre dann die Abgrenzung. Auf jeden Fall können wir hier den Controller drunter bauen. Das wäre schon mal was. Dann können wir hier Scheiße, was ich mache. Problem ist halt, ich jetzt, dann baut es langsamer ab. Oh genau, das kann man jetzt machen. Meine Tools brauchen ja alle RF. Und es gibt bei Chromium Mod gibt es eine nette Batterie. Halt, wir müssen ja mit dem Ding reißen. Müssen wir auch ein bisschen auftanken. Dann brauchen wir hier die Batterie. 80 Millionen passen da rein. Die können wir dann später hier upgraden. Das heißt, wir brauchen jetzt von denen hier 4 Stück erstmal. Halt, erstmal braucht Draconium. 7 haben wir noch. 23 können wir machen. Die Eisen haben wir gerade hier drin. Da kommen wir nirgends hin. Was haben sie jetzt geändert? Oh. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann einfach Draconium Dust nehmen. Okay. Kein Eisen mehr verbrauchen. Kann ich das dann auch in. Ja. Laserator. Pulverizer habe ich 2 plus 1 mit Minimal. Mit Rich hätte ich 3 plus 100%igen. Und da bin ich mit dem Glückshammer doch besser dran. So, 46, die tue ich direkt zum Kochen in die Truhe. Ach nö, jetzt ist echt 1 zu 1. Ach man, das sind sie rausgemacht. Egal. So, sind 2,5 Stacks. Braucht man sich gar nicht beschweren, das läuft schon. Hau mal durch. Die hier 46 kommen hier rein.
Also nachher sie ein bisschen was geändert. 1, 2, 3, 4. Wart. Und das Ganze. Mach ich eben. Die reichen doch. Wieder verpeilt. Jetzt brauchen wir wieder Redstone-Blöcke. So. Dann wieder die Teile. Jetzt haben wir genügend. Also das war umsonst. Umsonst war es nicht. Oh. Dann können wir halt den direkt machen. Gekappt. Und dann hätten wir unsere Batterie. Die lädt sich jetzt. Dann hätten wir eine 80 Millionen Batterie dabei, die ganze Zeit unsere Werkzeuge lädt. Und unsere Rüstung, die jetzt nicht wirklich toll ist. Was brauchen wir denn für eine Ding? Ach, die ist zu teuer. Wir brauchen Wyvern. Das ist ein Vieh. Gott. Aber ich könnte mit die Rüstung machen. Was? Wir brauchen von denen hier. Okay, Draconium ist jetzt nämlich so hart dran zu kommen. Wie vorher. Das heißt. Das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. So. Nein. Ja, doch. Mit dem brauchen wir 4. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Immer noch Nether Stars. Diamanten. Die hier müssen wir einmal brutzeln, war's. Das muss normale haben. Jupp. Yep. Mal kurz Dias abbauen. Das Ding braucht halt 80 Millionen AF. Das saugt mir gerade dermaßen System leer. So, kurz mal Dias machen. Das hat einfach nur mehr. Da bekomme ich einfach noch mehr raus, wenn ich das so mache. Und fertig. Mal den Hammer rausholen. Vor allem kriege ich auch noch Level. Ganz schön viele Level. Brauchen wir kurz noch was zum Essen. 17 Level. Auch ganz nett. Jetzt. Einmal einen Helm. Einmal eine Hose. Einmal eine Brustrüstung. Und einmal Stiefel. Dann. Wir wollen Helm. Wir wollen Hose. Wir wollen Brust, wir wollen Hose und wir wollen Schuhe. Der ist schon voll 1 Million plus. Infused down with Draconium with Wesley Brown. Yep. Infusing. Haben die da was geändert? Mal wie das Buch. Das hab ich. Ja.
Okay, das sieht jetzt... Oh. Discharged. Dann gucken wir uns jetzt mal hier die... Fire... Cooldown gibt's totally fire... Oh, schön, jetzt habe ich Feuerimmunität. Mob Soul, ja, die sind richtig cool. Awaken Korsch, richtig. Das hier ist alles richtig geil. Die Werkzeuge. Vor allem das hier. Das sind die drei Sachen in einem. Oh, das sieht jetzt echt gut aus. Was ist das? Krieg ich noch etwas, was man braucht. Reap Enchantment. Oh, das sieht scheiße aus. Das hat mir im Alter besser gefallen. Da waren auch Bilder im Alter, denn das war auch besser. Ah, da muss man mal gucken. Dann kann man die hier jetzt verzaubern. Einmal wieder in der Color. 21 Sekunde. Wir sind schon wieder bei 21. Zwei Stacks, da kommt noch was. Da haben wir einiges drin. Noch gar nichts drin. Weil die Teile nicht vorwärts kommen. Weil ich nicht hier bin. Das heißt, die bekommen auch nichts. Die Rüstung hat 3, 8, 6, 3. Die hier hat 2, 6. Die hier hat 3, 8. Aber die hat nur 400.000, also die ist besser, die hier. Und ich habe Fire Protection. Das heißt, die warte ich dann in der Pause. Ich lädt immer noch auf das Teil. Holy shit. Achso, da habe ich ja den Charger noch. Oh. Ganz vergessen. Da können wir ja jetzt. Ups. Oh. Da kann man jetzt nichts machen. Obwohl, das könnte man auch ohne Strom, weil die ganzen Sachen hier draußen hin. Dann müssen wir den Ring ausziehen. Ups. 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 Und schwupps. Jupp, schön. Da haben wir 4 Stacks von dem Zeug. Dann brauchen wir langsam mal wieder Strom. Wir haben wieder Strom. Da ist er schon wieder. Dann... Pulverizen wir mal. Ein Stack. Vielleicht packen wir hier rein. Dann. Der war. Ding hat echt schon so viel Schaden genommen. Das ist ein Rotz. Armor Stand. Brauchen wir dann? Um die aufstellen. Hier. Können wir schon eine machen? Wir brauchen 4 Stück gerade. Stone haben wir jetzt hier rausnehmen.
Brauchen wir noch eine zwei Rüstungen. Oh. Nein, die stellen wir nicht oben auf, die stellen wir unten hin. Da, wo wir sie brauchen. Oder zumindest in der Nähe, nämlich. Einfach mal so hier hin. Die beiden nehmen wir mit. Hier hin, zack, 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 zack. Die sieht cool aus. Wollen wir dann Clay anziehen? Ah, was heißt Clay? Guck mal jetzt, das muss der Clay verzaubern. Oder vielleicht in der nächste Folge, aber 46.000 WK. Der ist 40. Das ist ein 92. Aus. Oder bist du mal scheiß drauf? Da holen wir jetzt alles raus und stecken lieber in die hier Richtung rein. Hat die eigentlich eine Anzeige? Die ist doch voll. Scheiß mal drauf. Ist ja schon einigermaßen verzaubert. Da können wir gleich die Wimmern-Richtung reinstecken. Ja, funktioniert. Kommen wir da eigentlich? Ja, die kommen nachher. Oh, normale. Night Vision, Aqua Affinity, Unstable. Oh, geil. Oh, alles drauf kriegen. So, los geht's. Hier stellen wir die Richtung rein. Bin ich fast halbe voll. Das heißt halbe. Nee. Da ist noch gar nichts drin. Sozusagen. Wir brauchen nur Kabel. Dann, was haben wir jetzt hier letztes Mal gekocht? Gar nichts. Dann brauchen wir. Was meinen? Pulverized. Holy shit, hier für Gold. Jetzt auch ein bisschen was beieinander hin. Dann unsere Maschinen, wie wollen wir das machen? Wir brauchen Pulverizer und Redstone Furnace. Und zwar Redstone in der Reihenfolge. Redstone Furnace, Pulverizer. Und dann leiten wir das erstmal raus. Dann wollen wir das Ganze wieder aus dem System raus befördern. Wir machen es ein bisschen umständlicher. Weil der Hanne kommt ja Redstone und sowas rein. Und wenn ich das dann wieder direkt in den Ofen reinschieben versuche, dann funktioniert es ja nicht. Oder wenn es zum Beispiel Kohle ist und aber das Ganze zu Graphite macht. Und ich weiß nicht, ob ich Graphite haben will. Da dahinter ist, glaube ich, Kohle. Ja. 10.000 Kohle ist da dahinter. Sollte so nicht laufen. Dann brauchen wir noch hier eine ganze Menge von den Patterns. Sollten lieber gucken, dass wir erstmal unser Autocrafting-System ein bisschen vergrößern. Platz haben wir dann hier hinten. Könnte ich eigentlich eine Kugel bauen. Eine kleine. Das heißt, die braucht Interfaces. Ist eigentlich gar nicht so teuer. Hab ich. Das ist charged. Okay.
Jetzt bekommen wir Erstschlüsse daraus. Da haben wir sogar eine 4 Millionen Batterie. Wir haben jetzt eine 80 Millionen Batterie in der Tasche. Falsch heftig. So. 6 Stück von denen. Ach so, das wurde direkt exportiert. Scheiße. So. Und dann 2 Stück plus, weil wir kein Eisen mehr hatten. Und war es ja so. Yep. Iron. Brauchen wir halt geschwind eine Runde Eisen. Könnte auch aus der Truhe drüben holen, aber scheiß drauf. Dann werde ich jetzt rüber. Ich jetzt Ding dabei, die Dense Cable. Und muss ich gucken. Passt schon. Ich habe die Dense Cable dabei, aber ich habe keine kleine Kabel mehr. Machen wir jetzt noch kurz. Obwohl wir ausmachen Schluss machen sollten. Yep. Brauchen wir jetzt auch noch ein paar. Nehmen wir die oder nehmen wir die andere? Nehmen die hier. Stacks. Na komm. Können wir die kurz kochen? Dann haben wir immer noch genug Fluix das, damit wir da damit weiterschaffen können. Machen wir halt erst das nächste Mal. Für dieses Mal machen wir jetzt bloß nur normale Kabel. Dass ich das jetzt kurz ersetzen kann. Was brauchen wir hier gerade nicht? Das. Das. Oh Scheiße, jetzt habe ich das ganze Inventar voll mit dem Zeug. Wir haben keinen Void Hopper hier irgendwo. Kein Problem. Dann brauchen wir kurz die hier direkt hier zur Hand. So. Das sieht man jetzt aus, 6 Channels sind belegt. Ja, da liegen jetzt halt die rum. Beziehungsweise die schleppe ich jetzt hinter mir her. Machen wir das so. Dann wir hier so ein dünnes Kabel hinsetzen. Decken die nicht. Einmal ein Interface. Zweimal ein Interface. Dann setzen wir die erstmal hier wieder rein. Jetzt machen wir anders. Ja, da liegen nur noch die Teile rum. Doch ein Interface 400. So, hier noch eins hin. Hier noch eins hin. Hier Channel Hammer. Halt. Das müssen wir nochmal wegmachen. So. Füllen wir mal kurz wieder. Jetzt. Das hier wieder weg.
Warte mal, wie das gefühlt, wenn ich das jetzt gleich wieder wegmache. Das ist 440, 440. Warum stecken die nicht? So, jetzt müssen wir nämlich hier die Acceleration Cards wieder drauf machen. Den hier hinsetzen und jetzt sieht man, 6 Channels sind belegt. Was fehlt dem Ganzen jetzt noch? Dem fehlen jetzt nur 2 Prozessoren. Und dann sind hier die 8 Channels, die auf dem hier drauf liegen, belegt. Das heißt, das ist fertig. Und da können wir jetzt richtig autocraften. Wenn wir halt nicht mehr Zeug im Inventar hier drin hätten. So, dann hätten wir jetzt mal 4 Stacks von dem Fluix. Das warte ich also planen bis zur nächsten Folge, was ich habe. Ich werde ein bisschen den Fluix Dust wachsen lassen, während ich hier bleibe, dass im Keller unten möglichst viele Viecher spawnen und unsere Würmerrüstung schön, ja. Warum? Wo sägt der da gerade durch, dass der so viel Fleisch... Ah, da gibt's so Flash-Bioms, stimmt. Scheiße. Ja, okay. Wir gucken jetzt noch einmal ein letztes Mal runter zu unserer Rüstung. Nicht zu denen, sondern den hier. Die ist nämlich nicht fertig, die ist erst bei... Oh. Dann speichern wir hier mal unsere Level. Enderpawn bekommen wir immer noch, ab und zu. Dann können wir dann auch unsere Tainted Soil dann demnächst benutzen. Wenn wir das Ganze in einer anderen Welt aufbauen. Aber das mache ich jetzt in der Zwischenzeit. Da werde ich unten reinstehen. Hier oben die Axid wachsen lassen. Und die Batterie aufladen, die ich in der Tasche habe. Das machen wir dann alles bis zum nächsten Mal. Und dann sieht man sich da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Und bis...